Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir eine Frontkamera bei unserem Ford Focus nachrüsten. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, im Sync-System haben wir das Bild der Frontkamera. Wir sehen also ganz genau, was vor unserem Auto los ist. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal. Es ist komplett kostenlos für euch. Auf die Idee mit der Frontkamera bin ich gekommen, als ich bei einem Kollegen im Ford Kuga mitgefahren bin und er hat eine Frontkamera von Haus aus verbaut. Die konnte er aktivieren und dann sieht er ganz genau, was vorne los ist und wie nah er da einparken kann. Fand ich klasse, gibt es bei unserem Ford Focus leider nicht, aber ich dachte mir, hey, das rüstest du doch nach. Und genau das habe ich gemacht und ich zeige euch jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Damit das Ganze natürlich funktioniert, brauchen wir ein paar Sachen. Die verlinke ich euch wie immer unten in den Videobeschreibungen und auf meiner Internetseite. Wir brauchen als allererstes eine Kamera. Dort gibt es verschiedene zur Auswahl. Ich verlinke euch mal zwei, drei Stück unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch vielleicht die aussuchen, die euch im Prinzip am besten gefällt. Und wir brauchen einen Videoumschalter, der zwischen Frontkamera und Rückkamera, ja, umschaltet. Wenn ihr es so machen möchtet, wie ich es gemacht habe, braucht ihr zwingend genau diesen Videoumschalter und keinen anderen. Bei diesem Videoumschalter ist es so, dass ein Videoeingang immer aktiv ist und der zweite Videoeingang dann geschaltet wird, wenn ein 12-Volt-Signal anliegt, also wenn der Rückwärtsgang einliegt, dann schaltet er auf die Rückwärtskamera. Das ist die ganze Idee von diesem Videoumschalter. Ja, genau. Und dann machen wir uns noch was vom Sync-System zunutze. Es ist nämlich so, wir haben ja von Haus aus keine Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt zeig mir bitte die Frontkamera an. Aber es gibt im Sync-System eine Einstellung, die nennt sich Nachlauf. Die blende ich euch jetzt mal ein, wo man die einstellt. Die gibt es von Haus aus im Sync-System und dieser Nachlauf bedeutet einfach, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege, startet automatisch natürlich das Bild der Rückwärtskamera. Schalte ich jetzt in den Vorwärtsgang, schaltet er mir normalerweise die Rückwärtskamera direkt aus. Und beim Nachlauf bedeutet es, dass er die Kamera oder den Videoeingang weiter offen lässt, sprich nachlaufen lässt. Und dadurch, dass ich ja keinen Rückwärtsgang mehr eingelegt habe, also Rückwärtskamera, schaltet mein Umschalter auf die Vorwärtskamera und zeigt mir dann die Vorwärtskamera an. Also, so funktioniert das Ganze. Und bevor wir jetzt tatsächlich ans Eingemachte gehen und ich euch zeige, wie das Ganze hier funktioniert, wie man es einbaut, noch ein Kommentar, den ich mir einfach nicht verkneifen kann. In meinem letzten Video, bei dem ich euch gezeigt habe, wie man die Temperatur der Lenkradheizung einstellt, waren ein paar nette Kommentare über, naja, das ist ein reines Werbevideo, sind wir hier beim QVC-Kanal oder. Sowas in der Richtung kamen da an Kommentare. Verlinke ich euch hier oben als Infokarte mal das Video, falls ihr es nicht kennt. Also in dem Video ging es natürlich hauptsächlich darum, wie man die Temperatur der Lenkradheizung über Forescan einstellt. Die Bilder der Wärmebildkamera waren ein sehr schöner Bonus. Und natürlich habe ich da auch gezeigt oder euch gesagt, wie die Wärmebildkamera heißt und habe den Link dazu gesetzt. Ganz normales Gehabe. Wie gesagt, ich fand die Bilder sehr, sehr schön, aufschlussreich. Man sieht ganz genau, wo die einzelnen Fäden oder Adern verlaufen, die für die Lenkradheizung zuständig sind, die für die Heizung der Rückscheibe zuständig sind und. Sehr tolle Bilder, die man ohne Wärmebildkamera ja so nicht hinbekommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich würde mich nie erdreisten, hier irgendwie Werbung zu machen. Aber bevor wir jetzt tatsächlich losgehen, naja, habe ich Durst. Gut. Alles klar. Genau. Jetzt legen wir mal los und ich zeige euch jetzt mal Schritt für Schritt, wie man die Frontkamera nachrüstet. Viel Spaß dabei. Ich zeige euch jetzt, wo wir eigentlich ran müssen. Hier an der Sicherungskasten, Verkleidung abmachen und hier müssen wir ran. Hier sehen wir den eigentlichen Stecker, der das Videosignal führt, also das Rückwärtssignal der Kamera. Und hier diesen Stecker, dort greifen wir nachher das Signal ab, damit wir wissen, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Da dort am Stecker sehr, sehr wenig Platz ist, suchen wir uns eine andere Stelle, die besser geeignet ist, um die Signale abzugreifen. Hierzu einfach die Verkleidung abmachen, oben wie immer abziehen, mit Clipsen befestigt und ein kleiner Stecker ist dort noch, den abmachen und hier dann die Verkleidung auch entsprechend abziehen und dann seid ihr auch schon dort, wo wir ran wollen, nämlich hier an diesen Kabelstrang. Dort greifen wir nämlich das Signal ab, das ist viel, viel einfacher als an den oberen Steckern. Als allererstes machen wir hier die Isolierung ab, die ganzen Kabel und den ganzen Kabelstrang zusammenhält. Und wir müssen an das Kabel dran, das für die Rückfahrkamera zuständig ist. Das hat die Farbe weiß-grün und braun-violett. Man sieht es nicht so direkt, weil das Ganze ist geschirmt. Sprich, das dicke, fette, schwarze Kabel müssen wir jetzt erstmal aufschneiden und dort sind die Leitungen drin. Einmal, wie schon erwähnt, weiß-grün und braun-violett. Weiß-grün ist das Plus und braun-violett das Minus der Rückfahrkamera. Und ich habe das Ganze hier so ein bisschen aufgeschnitten, wie ihr seht, um an die Kabel dran zu kommen und dann heißt es auch schon durchtrennen. Also ein Kabel durch und auch dann das zweite Kabel durch. Und ich habe dann im nächsten Schritt dort Cinch-Stecker dran gemacht. Wie ihr seht, hier einmal Cinch-Stecker, wenn ich das Ganze all zusammenführe, habe ich nochmal die Originalverkabelung, wenn man so möchte, und den Originalanschluss. Und da habe ich das Ganze nochmal isoliert. So sieht das Ganze dann final aus. Jetzt müssen wir an das braun-grüne Kabel, damit wir auch wissen, wann der Rückwärtsgang eingelegt ist und der Umschalter umschalten kann. Und das ist dann auch der Umschalter, den wir dann dort anschließen. Einmal das Minus hole ich hier von der Seite und dann einmal das Plus, also das Rückwärtslicht, das ich dann abgegriffen habe. Durch dieses Rückwärtslicht weiß dann der Schalter, ob die Rückwärtskamera durchgeschleift werden soll oder die vordere Kamera. So wird das Ganze dann halt verkabelt, wie ihr seht. Ein Videoeingang ist immer aktiv, also Video in, dort kommt halt die Frontkamera dran und bei Aircam, dieser Anschluss wird nur durchgeschleift, wenn 12 Volt anliegen, also wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Wir verbinden zuerst mal vorne das Sync, also Video Out, das ist der Anschluss hier. Dann die Rückwärtskamera, die ja schon existiert, die kommt an den Anschluss Aircam, schließe ich jetzt hier an. Und im nächsten Schritt müssen wir noch die eigentliche Frontkamera anschließen. Die Frontkamera benötigt auch Strom. Den Strom nehme ich hier von der Sicherung Nummer 3 für die Frontkamera. Frontkamera braucht auch Plus und Minus. Dort greife ich das Ganze halt ab, habe meine Kamera angeschlossen und dann kann ich die Kamera hier an Video in auch anschließen, also die Frontkamera. Und so sieht das Ganze dann halt final aus. Haben wir nun alles verkabelt, muss natürlich die Kamera noch nach vorne gebracht werden. Das geschieht durch ein klitzekleines Loch. Wenn man da durchschaut, sieht man ein bisschen Licht durch. Und dieses Loch habe ich halt genutzt. Das war bei mir schon von Haus aus da. Das geht einfach nach vorne durch und geht dann hier, kommt das Ganze dann halt raus. Ich habe mir jetzt einfach einen Plastikstab genommen, den ich halt hatte. Den habe ich dann durchgesteckt. Und das ist jetzt die Idee, dieses Kabel der Frontkamera da einfach durchzuziehen. Also Kabel an den Stab dran, schön festmachen und dann mit Gefühl durchziehen. Das Loch ist relativ klein, ihr müsst da also ein bisschen spielen, machen und tun, bis tatsächlich das Kabel da halt rauskommt. Aber nach ein bisschen Fummelei kommt das Kabel auch vorne raus und dann kann man es halt verlegen. Innen drin sind wir dann schon fertig, können also alles final fertig machen. Ich mache jetzt noch die ganzen Clipse dran, die ich vorher abgemacht habe, um das Kabel halt ein bisschen besser da rauszubekommen. Und jetzt seht ihr auch, wieso ich mich für diese Position hier entschieden habe. Hier ist nämlich genug Platz, um die ganzen Kabel, die ganzen Anschlüsse, Stecker sowie auch den Umschalter zu verstauen. Und so sieht das Ganze dann halt final aus. Wenn es halt verstaut ist, man sieht halt nichts mehr. Gut, vorne habe ich dann halt das Kabel hier drumherum gelegt, dass es nicht mitten durch den Motorraum läuft, wo es halt auch warm ist und bewegliche Teile sind, sondern hier schön am Rand verlegt, mit Kabelbindern noch ein bisschen festgemacht und dann kommt das Kabel auch hier vorne dann raus.
eine ganz schöne Menge Arbeit, einfach um eine Kamera nachzurüsten. Ja, vielleicht hilft mir da einfach ein Kaugummi. Wer weiß. Ich nehme jetzt einfach mal einen. Kaufen, Leute, kaufen. Alles klar, weiter geht's. So, Kabel ist bis nach oben hin verlegt. Im nächsten Schritt habe ich mir dann überlegt, wo ich jetzt genau die Kamera platziere. Meine Idee war und ist es, die Kamera hier zu platzieren und ja, dann schauen, ob das Ganze so klappt oder ob man die gegebenenfalls nochmal in eine andere Position bringen kann oder muss, je nachdem, wo es halt besser passt. Das ist jetzt ein bisschen ja, Experimentierarbeit, je nachdem, welche Kamera ihr verwendet, kann es sein, dass dann vielleicht die eine oder andere Position für euch besser geeignet ist. Jetzt, wo wir wissen, wo die Kamera hinkommt, müssen wir natürlich auch das Kabel durchziehen. Wir müssen hier in diesen Bereich ja, einen Plastikstab am besten reinstecken, den durchstecken und hier mit den Fingern, kann ich jetzt leider nicht filmen, kommt der Stab mehr oder weniger automatisch hier vorne raus. Wir verbinden dann das Kabel mit unserem Stab und dann können wir dann auch schon das Ganze durchziehen. Wenn wir das Ganze durchziehen, wie auch hier oder sonst ein bisschen mit Gefühl arbeiten, das Kabel kommt zwar vorne oben mehr oder weniger selber raus, aber dennoch ein bisschen biegen und drücken muss man schon und dann ist das Kabel auch schon vorne. Ich habe mir eine kleine Halterung gebaut, so sieht das Ganze halt aus für die Kamera, damit ich das Ganze ganz einfach hier aufstecken kann, weil ich halt in den Kühlergrill jetzt hier vorne nichts, kein Loch reinbohren wollte. So sieht das Ganze dann aus, ich stecke das auf, später wird das Ganze natürlich noch schöner gemacht, momentan geht es nur darum, dass es A, überhaupt funktioniert und B, welche Position ich für mich am besten halt finde. Hinten sichere ich das Ganze nochmal mit einer Schraube, damit es nicht nach vorne, aber auch nicht halt nach hinten irgendwie abfällt. Und zu guter Letzt mache ich das noch eine selbstsichernde Mutter drauf, damit das Ganze dann halt auch wirklich bombenfest ist. So sieht das Ganze halt aus. Hier noch ein bisschen spiegelverkehrt mit den Linien. Je nachdem, welche Kamera ihr habt, müsst ihr halt die Kabel halt abschneiden. Sobald ihr halt zum Beispiel jetzt hier das weiße Kabel abschneidet, verschwinden dann auch die Linien. Das ist von Kamera zu Kamera ein wenig unterschiedlich. Aber es ist alles in der Beschreibung immer schön hinterlegt, was welches Kabel halt macht. Danach noch die zwei Kabel miteinander verbinden. Ich hole jetzt noch Panzertape, um das Ganze nochmal ja, gegen Vibrationen oder sonst irgendwie zu sichern, dass die Stecker nicht auseinandergehen, auch wenn es nicht wirklich notwendig ist. Dann kann man die Kabel entweder halt hier in diesen Rippen verstecken oder aber halt ganz, ganz unten. Ich habe mich halt für die Variante unten entschieden, sprich die Kabel habe ich jetzt einfach nach unten gesteckt. Und ja, zu guter Letzt das Ganze nochmal mit zwei klitzekleinen Kabelbindern noch befestigt, damit das da nicht rumflackert oder sonst halt irgendwas. Dann wären wir eigentlich auch schon mit dem Einbau fertig. Falls ihr euch eine andere Kamera nimmt, zum Beispiel so eine, kann man natürlich auch anders befestigen. Die hat dann noch andere Möglichkeiten, wie ihr seht. Da konnte man den Winkel jetzt ein bisschen besser einstellen. Alternativ kann man sich zum Beispiel auch so etwas nehmen, nämlich ein Logo mit einem Ford und die Kamera ist dann halt nach unten gerichtet. Hab mir auch schon Gedanken gemacht, ob das vielleicht nicht die bessere oder schönere Variante wäre. Mal schauen, vielleicht ändere ich es in Zukunft noch ab. Das war der Einbau der Kamera. Jetzt werden natürlich wieder einige Kommentare kommen. Oh je, was ist denn das? Man muss das in den Rückwärtsgang schalten und dann in den Vorwärtsgang, um ein paar Sekunden die Frontkamera zu aktivieren. Ja, muss man. Es gibt allerdings noch eine andere Alternative. Und die zeige ich euch jetzt, indem wir nämlich einen zusätzlichen Button ins Sync-System implementieren, über die wir dann die Frontkamera jederzeit ein- und ausschalten können. Also, los geht's! Wir gehen als erstes auf die F-Mod-Seite, können über das Forum gehen oder direkt hier über die Sync 3 Mods, so habe ich es gemacht. Dann gehen wir oben auf Mods und im nächsten Schritt dann auf die Mod-Datenbank. Viele Wege führen nach Rom, das ist jetzt mein Weg dorthin zu kommen. Hier habe ich alle Mods und ich suche den On-Demand Rearview Camera Mod. Hier laden wir uns das Ganze runter und speichern es im Idealfall direkt auf dem USB-Stick ab. So habe ich es zumindest mal gemacht. Nachdem das Ganze halt runtergeladen worden ist, gehen wir dann auch in den Datei-Explorer und auf den USB-Stick. Und dort haben wir dann die ZIP-Datei. Die entpacken wir direkt ins Hauptverzeichnis.
Ist das Ganze geschehen, können wir die ZIP-Datei entweder löschen oder auf dem USB-Stick lassen. Das spielt absolut gar keine Rolle. Beides funktioniert. Danach ab ins Auto und den USB-Stick einstecken. Ganz kurz warten, bis die Info erscheint, dass der Mod installiert worden ist. So wie es hier zu sehen ist, danach den USB-Stick rausziehen und warten, bis das Sync-System neu startet. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ihr das Sync-System gejailbreakt habt. Ich habe euch mal gezeigt, wie das Ganze funktioniert, verlinke ich euch auch oben in der Infokarte. Und nach einem Neustart sehen wir dann auch oben den neuen Knopf, mit dem wir die Kamera ein- oder ausschalten können. Den Knopf kann man auch an die Position schieben, der einem am besten gefällt, also einfach länger gedrückt halten und dorthin schieben, wo ihr ihn haben wollt. Das war's zu diesem Video. Relativ langes Video, aber es war auch eine ganz schöne Menge Arbeit dabei, diese Kamera da nachzurüsten. Wie gesagt, ob ich das Ganze jetzt vorne genauso lasse oder mir noch eine andere Halterung überlege oder vielleicht dann doch durch den Kühlergrill da vorne, ja, ein Loch wurde, um die Kamera zu befestigen, das weiß ich noch nicht. Aber zumindest mal Stand jetzt ist es so, das sieht alles sehr gut aus, funktioniert auch sehr gut. Und ja, die Zeit wird einfach zeigen, ob das dann bei mir so bleibt oder ich vielleicht das ein oder andere minimal noch vorne an der Halterung ändere. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, über ein Abo würde ich mich jederzeit freuen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.